Ich mache heute mal mein allererstes Follow Me Around. Es wird natürlich unglaublich sinnlos. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen mit in meine Heimatstadt. Und zwar dort in die ländliche Gegend, um euch ein bisschen zu zeigen, wie schön es da eigentlich ist und wo ich mich gerne im Sommer hinsetze zum Lesen. Ich hoffe, es wird ein bisschen interessant und nicht allzu sinnfrei. Obwohl ich irgendwie davon ausgehe, dass es das wird. Aber ganz egal, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und ich radel gleich mal los. Hallo, ich sehe gerade ein bisschen zerfleddert aus und die Sonne blendet mich. Aber das liegt daran, dass ich auf dem Rad unterwegs bin. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit durch meine Heimatstadt bzw. durch die schönen Naturgebiete, die es hier so gibt. Und als allererstes zeige ich euch mal eine wunderschöne Wiese mit ganz, ganz viel Löwenzahn. Man fühlt sich ein bisschen wie im Intro von Löwenzahn, wenn man sich das anschaut. Guckt mal. Naja, und für mich geht es gleich erstmal weiter auf dem Rad und mal gucken, wo ich das nächste Mal halt mache. Ich glaube, das mit dem Zerzaustsein wird nicht mehr besser, je länger ich fahre. Aber ganz egal, ich zeige euch jetzt mal einen Platz, an dem ich unheimlich gerne lese. Der liegt zwar blöderweise direkt genau an einer Schnellstraße, aber der ist ansonsten wunderschön. Und ja, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ihr seht es schon, da ist eine geheime Brücke. Übrigens mal kurz ein Schwenk auf die andere Seite. Wie schön der Wald aussieht im Frühling. Ich bin immer wieder begeistert. Gut, aber jetzt wirklich weiter. Oh, na toll. Ich sehe gerade, das hat sich wohl erledigt. Warum tun sie denn sowas? Ich nehme an, die Brücke war zu morsch. Eigentlich geht es jetzt nämlich rüber. Und dann ist da ein wunderschöner kleiner Teich mit einer Bank. Und es ist mir jetzt ganz egal, ob da gesperrt ist und mein Fahrrad ein bisschen sperrig ist. Ich zeige euch das wenigstens trotzdem mal kurz. Genau. Ja, wie man sieht, blüht hier gerade sogar ganz viel komischer Kram auf dem Wasser. Ja, irgendeine Wasserpflanze, fragt mich nicht. Aber egal. Bisschen zum Hintergrund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das der sogenannte Hexentümpel, den wir hier haben in Hamm-Hessen. Und damals im Mittelalter, zur Zeit der Hexenprozesse, wurden hier tatsächlich regelmäßig Frauen versenkt, um zu gucken, ob sie eine Hexe sind oder nicht. Und ich will es gar nicht so genau wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand da wirklich getaucht ist, aber bestimmt liegen da unten ganz viele Skelette. Ich weiß es nicht. Wäre eine gruselige Vorstellung. Aber wie gesagt, ansonsten ein sehr, sehr schöner Platz. Sehr idyllisch, wenn auch nicht unbedingt ruhig wegen der Straße hier. Aber das fällt eigentlich kaum auf, wenn man dann da auf dem anderen Ende des Ufers sitzt. Macht das nichts. Na gut, ich fahre dann jetzt mal weiter. Schade, dass der Platz gerade gesperrt ist. Bis zum nächsten Mal. Kleine Biostunde für euch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, weil ich habe hier kein Teleobjektiv drauf, aber da vorne auf dem Feld sitzt ein Vögelchen. Oder ja, winzig klein kann man das sehen. Das ist ein Kiebitz. Die machen einen scheiß Krach, wenn die fliegen und Laute von sich geben. Vielleicht fliegt er ja gleich mal los. Und ja, es sieht auf dem Video ein bisschen klein aus, aber die Viecher sind gar nicht so klein. Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, Kinder, dramatische Wendung, sag ich mal. Ich kann nicht mehr, ich bin jetzt wirklich weit gefahren. Mein Vorderreifen hat einen Platten, den ich nicht mehr aufgepumpt kriege. Mein Handy-Akku geht so langsam leer und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also, falls wir uns nie wieder hören, dann wisst ihr, ich bin
mittlerweile vermutlich ein Waldmensch geworden. Ich ernähre mich von Maden und Blättern. Und wahrscheinlich werde ich dann irgendwann das Buch, was ich gerade dabei habe, 500 Mal schon gelesen haben, weil ich nichts anderes dabei habe. Naja. Okay, ich überdramatisiere hier ein bisschen, aber wer weiß. Wer weiß. Übrigens ist die Sonne wieder da. Ich bin begeistert. Und ich habe keine Ahnung, wo ich herfahren soll. Ich glaube, ich biege gleich einfach mal links ab. Da sind zumindest Häuser. Da weiß ich, dass ich da nicht sterben werde. Nämlich da lang. Doch, ich höre was. Oh, da geht's ab im Gebüsch. Psst, jetzt ganz leise ranschleichen. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich früher immer, und ich muss auch sagen, ich würde es auch heute noch tun, wenn sich die Chance bietet, Naturdokumentarfilmerin werden wollte. Also mein größter Traum war wirklich immer irgendwie mit dem Fernsehteam Expeditionen Amazonas oder so zu machen und da diejenige zu sein, die Tage, wochenlang im Dreck liegt und die Kamera hält und darauf wartet, dass irgendein cooles Vieh auftaucht. Fände ich super. So, mittlerweile bin ich wieder im Wald. Ich sitze gerade auf einer Bank und mache ein bisschen Pause. Die Sonne scheint, obwohl man das hier natürlich nicht ganz so doll mitkriegt. Ich kann euch ja mal ein bisschen zeigen, wie unglaublich idyllisch das hier ist, wo ich jetzt hier auf der Bank sitze. Ich glaube, ich werde jetzt nämlich auch gleich mein Buch auspacken und ein bisschen lesen. Als erstes Mal. Hier. Ich kann euch da auch ganz schön... Ich meine, hätte ich in Botanik ein bisschen besser aufgepasst damals in der Uni, könnte ich euch jetzt genau sagen, wie diese ganzen Pflanzen hier heißen. So kann ich es natürlich nicht. Also bei meiner Oma hießen die immer Brüderchen und Schwesterchen, weil... Ja, wo ist es? Da kann man es sehr gut sehen. Dunkle hier ist das Brüderchen und das helle ist dann, das pinke ist natürlich das Schwesterchen. Deswegen hießen die bei uns immer so. Das ist natürlich nicht der richtige Name dieser Pflanze, aber hat sich bei mir so eingeprägt. Außerdem haben wir hier noch irgendwas Weißes. Keine Ahnung, was das genau ist. Ich habe hier ein Bestimmungsbuch. Ich sollte vielleicht mal nachschlagen. Und... Naja, wenigstens etwas, das ich erkenne. Nämlich ein Buschwindröschen. Das ist eine typische Frühlingsblume und die findet man eigentlich häufig im Wald. Dann haben wir hier noch irgendwas Gelbes. Keine Ahnung. Jetzt kommt mir nicht mit Löwenzahn, die sieht anders aus, das weiß sogar ich. Und noch was ganz Kleines Weißes. Putzig. Und noch was Größeres Weißes. Und hier. Also eigentlich schon erstaunlich, was so alles im Wald wächst. Ich meine, man denkt ja immer, da sind halt Bäume und ein bisschen totes Laub und Äste. Aber nein, hier gibt es unheimlich viele Blumen. Und da scheint sogar die Sonne durch. Übrigens noch ein Fun Fact. Ich bin Biologin und ich bin unheimlich gerne in der Natur. Aber ich habe eine panische Angst vor Zecken. Weshalb man mich eigentlich nie durch Gras laufen sieht. Nicht mal im einheimischen Garten. Was natürlich auch total lächerlich ist. Als Kind bin ich nur durch die Gegend gerannt und ich hatte nicht ein einziges Mal in meinem Leben eine Zecke. Aber jetzt, ich glaube, ich würde mir das Bein abhacken vor lauter Panik, hätte ich eine. Vermeide ich es eher, überhaupt in die Gefahr zu geraten, eine Zecke zu bekommen. Das heißt natürlich, ich dürfte auch eigentlich hier so... Ich stehe in der Nähe vom Rasen. Oh mein Gott, schnell weg. Waldzecken sind sehr, sehr gerne am Waldrand, im Gras. Das liegt daran, dass die im Herbst ihre Eier in das Laub legen und
ja, die Jungzecken, die kommen dann praktisch aus diesem Bereich hier. Ich finde ja das Fiese an den Dingern einfach, dass die so winzig sind, dass man die erstmal gar nicht sieht. Und dann krallen die sich in deinem Fleisch fest und nee, diese Vorstellung, widerlich, wirklich widerlich. Ja, irgendwie würde ich jetzt voll gerne in den Wald reinstapfen. Allerdings weiß ich genau, meine Eltern schauen eh das Video, dann kriegt meine Mutter wieder einen Anfall. Hier ist ein Wald, sie hat mir nämlich immer verboten, hier hinzukommen zum Fotos machen oder so. Vor allem frühen Morgenstunden, späten Abendstunden oder auch frühen Abendstunden, ganz egal. Meinte mal, das ist viel zu gefährlich, allein im Wald, ein Mädchen. Und ich habe mich da immer total drüber lustig gemacht, bis irgendwann mal in der Zeitung stand, dass hier eine tote Prostituierte gefunden wurde. Irgendwer hat die umgebracht und naja, seitdem bin ich jetzt auch nicht mehr unbedingt so scharf drauf, alleine hier zu irgendwelchen dubiosen Stunden rumzurennen, sagen wir es mal so. Ich habe gerade unter der Bank übrigens noch was extrem Cooles entdeckt. Mega dicker Klee. Also zum Vergleich, der ist wirklich groß. Schade, kein vierblättriger dabei. Bisschen Glück könnte ich gebrauchen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg. Und ich filme gleich bestimmt noch irgendeinen sinnlosen Schrott. Jetzt bin ich wieder zu Hause und ja, ihr habt gesehen, es war ganz lustig. Eigentlich hatte ich geplant, noch ein bisschen länger unterwegs zu sein, aber vielleicht kennt ihr das, man fährt Fahrrad und irgendwann wird es anstrengend und naja, um seinen CO2, O2 Gasaustausch ein bisschen zu optimieren, reißt man irgendwann den Mund auf, wie so ein Goldfisch auf dem Trocknen und zack, schon hat man irgendwie ein Vieh im Gesicht. Am besten noch im Mund und vor lauter Schreck schließt man den Mund erstmal und dann stellt man fest, ich glaube, das klebt mir zwischen den Zähnen und dann macht man den Mund auf, um sich das Vieh da rauszupulen und zack, hat man ein zweites Tier im Mund und mir hat es irgendwie gereicht. Ich bin also wieder nach Hause in mein gemütliches Zimmer, was auch komplett insektenfrei ist und ich werde mich jetzt hier noch hinhocken und ein bisschen lesen und ja, so viel zu meinem ersten Follow Me Around. Mal sehen, vielleicht mache ich noch ein paar mehr, die dann hoffentlich auch ein bisschen spannender sind. Aber ansonsten sage ich mal, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut!